Meine Damen und Herren, geplant gewesen wäre eine Studiodiskussion zwischen den beiden Spitzenkandidaten, die in die Stichwahl gekommen sind, nämlich Bürgermeisterin Ines Schiller und Hannes Mattes. Meistens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und ich darf Ihnen jetzt ein Mail vorlesen, welches an die Redaktionsleiterin der Ischler Woche, Frau Nentwich, gegangen ist, weil mit ihr hätte ich nämlich diese Studiodiskussion durchgeführt. Da heißt es wörtlich: Herzlichen Dank für das Angebot an Hannes Mattes am Samstag, den 2. Oktober, an einem, wie Sie es nennen, Duell zur Bürgermeisterstichwahl teilzunehmen. Ganz so dramatisch und kämpferisch sehen wir zwar ein Aufeinandertreffen der Bürgermeisterkandidaten nicht, aber Hannes Mattes würde dieses Angebot gerne annehmen. Allerdings haben wir in den letzten Tagen massive negative Rückmeldungen aus der Bevölkerung zur bisherigen medialen Berichterstattung und zu Interviewsituationen, insbesondere am Wahlabend, dem 26. September, erhalten. Es tut mir leid, Ihnen das so direkt mitteilen zu müssen, aber sowohl Ihnen als auch Herrn Niederauer wurde seitens vieler Bürgerinnen und Bürger wiederholt und vehement tendenziöses Auftreten gegen Hannes Mattes zugeschrieben. Daher wird Hannes Mattes an einem Aufeinandertreffen der Bürgermeisterkandidaten mit Medienvertretern nur teilnehmen, wenn dieses anstelle von Ihnen und Herrn Niederauer von zwei anderen Personen aus dem Medienbereich moderiert wird. Mit freundlichen Grüßen, Thomas Blieseis, Pressesprecher von Hannes Mattes. Tja, wir haben natürlich dem Herrn Blieseis geantwortet, und zwar in einer gemeinsamen Stellungnahme von Josef Gruber, das ist der Chefredakteur, auch von der Ischler Woche, von Christian Patzer, Medieninhaber von STV1 und natürlich von Doris Nentwich und von meiner Wenigkeit, und haben ihm Folgendes mitgeteilt. Sehr geehrter Herr Blieseis, wir beziehen uns in unserer Stellungnahme auf Ihre Mail an Kollegin und Redaktionsleiterin Doris Nentwich, dem die von ihr ausgesprochene Einladung an Hannes Mattes vorausgeht, an einem TV-Duell zur Bürgermeisterstichwahl einer gemeinsamen Produktion von STV1 und der Ischler Woche teilzunehmen. Laut Ihrer Rückmeldung bestätigen Sie die Teilnahme von Hannes Mattes nur dann, wenn das Interview bzw. die Sendung weder von Nentwich noch von Andreas Niederauer geführt bzw. moderiert wird. Diesbezüglich teilen wir Ihnen mit, dass es allein die Entscheidung der beiden Redaktionen ist, wer redaktionelle Beiträge gestaltet, Interviews führt oder Sendungen moderiert. Wir werten daher Ihre Antwort als Absage. Außerdem ersuchen wir Sie betreffend dem Hinweis, wonach Bürgerinnen laut Ihrer Aussage den beiden Kollegen tendenziöses Auftreten gegenüber Hannes Mattes zuschreiben sollen, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir uns dem objektiven journalistischen Auftrag verpflichtet sehen, Sachverhalte darzustellen und diese gegebenenfalls auch kritisch zu hinterfragen. Beide Kollegen sind seit Jahren journalistisch tätig und haben sich daran stets gehalten und genießen daher unser uneingeschränktes Vertrauen. Vielleicht noch ein paar Sätze im Nachhinein von meiner Person. Sie kennen mich wahrscheinlich schon die letzten Jahrzehnte, genau sind es 25 Jahre, und mein oberstes Prinzip während dieser 25 Jahre war und wird auch weiterhin sein, eine objektive Berichterstattung, für welches Medium auch immer. Es gehört aber auch zu den Pflichten eines Redakteurs, manches Mal auch kritisch nachzufragen und viele Dinge auch zu hinterfragen. Darüber hinaus gilt in Österreich Gott sei Dank noch immer die Pressefreiheit. Ich lasse mich auf keinen Fall von einer Partei oder von irgendeinem Spitzenkandidaten unter Druck setzen.